Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim, wo wir jetzt eigentlich nur Missachtet das verkaufen wollen. Gesetz und ihr missachtet mich. Jo, oh. Ist noch nicht so weit. Herzlich willkommen in Falkenring. Hier sind alle und wenn wahren nicht, Söhne gib mir von einfach Himmelsrein Bescheid. Willkommen. Ich habe noch einiges im Lager. Seid gegrüßt. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Fremden. Ausgezeichnet. Diese Ent Danke. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Als erstes gucken wir, was wir gebrauchen können. Also, das brauchen wir theoretisch nicht, kaufen wir aber einfach. Fell. Wollen wir auf Felle gehen, damit wir auch mal Leder einfach selber machen können, fertig. Wir gehen auch auf Felle. Seelensteine. Zaubertränke werden wir nicht kaufen. So, habe ich irgendwas Gutes vergessen? Oder übersehen, besser gesagt. Nein, anscheinend nicht. Ich trage noch zu viel. Ich war es mal. Ich wurde dann in einem Gefecht in der Nähe von Windhelm verwundet. Aber das ist Jahre her. Jetzt kämpfe ich zwar nicht mehr in Ulfriks Namen, ehre aber immer noch seine Ideale. Himmelsrand ist das Land der Nord. Und wir sollten hier herrschen. Wir brauchen keine Hilfe vom Kaiserreich. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es Klar, mach bedauern. mal, hau rein. Jetzt geht's zum Schmied. Stahl ist gut, Loyalität ist besser. Die besten Waffen und Rüstungen. Na, soll er Erz nachkommen?
Gut. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Zutaten sind zum Glück nicht so schwer. Macht euch keine Sorgen wegen des Namens meines Ladens. Ich habe eine Menge zu ver... Werft einen Blick darauf. Ja, ja, ja. So. So, jetzt können wir beispielsweise wieder zu unserem Haus. Die Sachen, die wir gerade gekauft haben, die wir behalten wollen, werden eingelagert. Können wir ruhig draußen machen erstmal. Dann gehen wir rein, sacken uns aus der Verkaufskiste wieder ein paar Sachen ein und gehen zur nächsten Stadt. Also hier. Ups. So, jetzt gehen wir rein. Und tun uns hier wieder etwas Verkaufsmaterial. So, mehr können wir, glaube ich, auch nicht riskieren. So, wir waren in Falkenring. Ich würde sagen, wir gehen dann... Markert habe ich nicht so die... Weiß ich nicht, wie, wo man da so gut verkaufen kann. Au. Also, Einsamkeit. Da weiß ich auf jeden Fall, dass man richtig gut verkaufen kann. Weil es viele Läden gibt. Und wenn man dann erstmal den Perk noch freigeschaltet hat, dass man halt überall, egal bei welchem Händler, alles verkaufen kann, dann ist sowieso noch besser. So, es ist aber gerade Nacht, das heißt, keiner hat auf. Kram mit Charme. Charme. Ich dachte, dass Abenteurer ein gefährlich aussehender Haufen sind. Beirand sagt, Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen.
Ach, jetzt habe ich Stahlpfeile gekauft, obwohl ich die gar nicht behalten will. Stimmt, Knoblauch war ja ohne Zutat. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Das freut mich. So, jetzt zu der Kräuterdame. Alt zu sein ist gar nicht so. Zum Arbeiten bin ich zu alt. Zum Trinken. Ich hoffe, ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal Kräuter und Zaubertränke braucht. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als einen alten Mann zu ärgern? Ich ärgere dich gar nicht. Arschloch. Nein. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Eine Notiz von jemandem namens Kaltzelmo in Markarth. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ich hab mich schon gefragt, wann das kommt. Soll ich euch verraten, was die wichtigste Erkenntnis meines langen Lebens war? Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Hallo und willkommen, mein Freund. Wie kann ich... Werft einen Blick darauf. Oops. Kommt doch bald mal wieder vorbei. Mögen die besten Waffen und Rüstungen.
Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Meine Schmiede macht. Ah, so viel ist es gar nicht. Niemals Pause. Kameraden hängt davon ab. Ja? Schließt meine Männer in eure Gebete ein. Die werden sie auch. Als Hohepriester der 8 Göttlichen heiße ich euch willkommen. Wartet! Ich kenne euch doch. Nope. Wenn ich etwas von euch bräuchte, würdet... Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Nichts. Ich bin beschäftigt und werde nicht gern gestört, außer wenn ich von euch etwas erwarte. Ach, nun seht mich doch nicht so an. Also schön. Vielleicht finde ich eine kleine Aufgabe, die euch beschäftigt hält. Wir haben ein kleines Vampirproblem. Es sind Leichen gefunden worden, die völlig blutleer waren. Ich weiß von einem Nest hier in der Nähe, das ihr zur Vorsicht ausräumen könntet. Ich erwarte nicht, dass ihr auch nur das fertigbringt. Vampire sind gerissene Jäger. Auf jeden Fall gerissener als ihr. Abwarten. Als erstes werden wir den Drachen töten. Aber natürlich auch erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao.